So, Rodok RC215 Ladegerät. Ja, ich bin mal kurz vorgestellt. So, Rodok RC215 Ladegerät. Ja, ich bin mal kurz vorgestellt. Wir haben hier 12 Volt Anschluss zum Netzteil, zur Versorgung. Dann haben wir hier zwei Ladeausgänge bzw. Entladeausgänge. So, Akku ist hier angesteckt. Dann können wir hier mal kurz durchgehen, was jetzt hier passiert. Also wir haben jetzt hier einmal den Setup Select Knopf und hier, wie sagt man, Tourrad. So ein Rad zum Drehen, wo ich hier praktisch durch die einzelnen Programme durchgehen kann, beziehungsweise Akku werde. Dann sehe ich hier den Innenwiderstand, hier beim 2S zum Beispiel, hier für die Zelle 1 und Zelle 2. Wenn man den 4, 6S oder so hätte, ne, bis 6S, würde dann hier die Werte noch angezeigt werden. So, gehe ich mal hier zurück und hier habe ich jetzt die Zellenspannung. Nee, wir gehen jetzt hier, wir gehen mal ohne Libosack. Ja, im Prinzip, wenn ich jetzt hier ist die Zurücktaste, dann kann ich zurückgehen, beziehungsweise ich kann auch hier den zwischen Channel 1 und Channel 2 wechseln. Sieht man hier, hier ist gelb hinterlegt und jetzt ist hier blau hinterlegt. Wenn ihr natürlich hier den Ladeausgang hier habt, dann muss ich natürlich den wählen. Dann kann ich hier, wie gesagt, mir die Zellenspannung anzeigen lassen, dann den Innenwiderstand und hier, wenn ich zum Beispiel dann laden will, muss ich dann hier drauf drücken. Also einmal als Drehrad verwendbar und dann als Knopf. Und dann kann ich hier erstmal hier oben Batterietyp einstellen, die Zellenanzahl einstellen. Also es gibt hier Automatik und ich kann auch hier, gehe ich mal durch am besten. Also wenn ich hier drauf drücke, ihr könnt einstellen LiPo, LiPo HV, LiFe, Lion, Nickel-Metallhydrid, Bleibatterien. Das haben wir hier als Einstellmöglichkeiten. Wir haben jetzt den LiPo. So, dann haben wir hier Zellenspannung. Kann man auf Automatik gehen, dann ist es eine automatische Erkennung. Oder ich gebe hier ein den Akku, den ich hier verwende, zum Beispiel 2S. Aber es geht bei 1S los. Und das Ganze funktioniert bis 6S. Beim Nickel-Metall-Tritt würde hier jetzt was anderes stehen. Das ist jetzt mal das Programm für LiPo-Durchgänger. Dann gibt es den Modus Laden, Entladen und Storage. Kann ich auch wählen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann habe ich den Entlademodus oder den Storage-Modus. So, dann kann ich hier einstellen die Entspannung. Geht los hier bei 4,05 und geht dann hoch bis 4,25. Kann ich hier separat einstellen. Ist natürlich abhängig, wenn ihr jetzt auf dem Rennen seid. 8,4 Volt maximal darf es ja haben. Dann müsst ihr hier drauf achten. Also bei 2S Akku müsst ihr hier drauf achten, dass ihr das dann so einstellt, dass es passt. Ja, wenn ihr zum Beispiel 8,45 Volt hättet, dann hättet ihr die Abschaltspannung wäre hier quasi zu hoch. Dann kann man hier einstellen den Ladestrom. Von 0,1 Ampere bis hier bis 15 Ampere möglich. Ja, auf Rennen ist ja maximal dann 12 erlaubt, aber kann man hier in 0,1 Ampere Schritten einstellen. So, ich gehe mal hier zurück. Ja, und hier kann ich dann den Anschluss auch hier ändern, wo ich laden, entladen möchte. So, und wenn ich auf Start drücke, dann würde das praktisch jetzt das Ladeprogramm, Entladeprogramm starten.
So, gehe ich hier mal auf Nickel-Metall-Tritt. Mal sehen, was hier passiert. Zellenspannung, ja, ist auch wieder 1S. Also da steht dann nicht, wie viele Zellen. Also 7,2 Volt oder 3,6 Volt. Hier steht wirklich nicht die Zellenanzahl, sondern es wirklich... Nee, ist die Zellenanzug. Sorry, doch die Zellenanzug. Also nicht 4S. Also 2S wie hier, zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen 7,2 Volt Akku hättet, hättet ihr jetzt ein 6S. Muss man erstmal wissen. So, aber am besten, man lässt das auf Automatik, dann erkennt es automatisch. So, zurück, wir haben hier einen LiBo Akku. Und wie gesagt, über die, wenn ich jetzt hier zum Beispiel drin bin, gehe zurück, kann ich hier über die Selbsttaste, komme ich immer wieder zurück. Aber es bleibt das letzte Programm eingestellt. Also was ich hier eingestellt habe, das geht dann automatisch oben rein. Wenn ich jetzt in dem Programm bin, gehe ich dann wieder zurück, komme wieder also eine Stufe zurück und komme hier in mein Einstell- bzw. in das Displayprogramm, wo ich praktisch sehe, wie die Zellenspannung ist. Und Zellenspannung und der Innenwiderstand. Wenn ich hier drauf drücke, wechsle ich, wie gesagt, den Ladeausgang. So, wir gehen mal auf Entladen jetzt hier. Und hier habt ihr die Möglichkeit bis maximal 3 Ampere. Ist hier möglich zum Entladen. Ihr könnt die Entspannung einstellen. Ja. So wie es braucht oder so wie es am besten ist. Dann hier den Entladestrom. Wenn wartet, während der Motor läuft, wartet man. So, und dann geht man hier unten auf Start und dann wird das Ganze gestartet. Und im Prinzip läuft das Gleiche ab, wenn man quasi laden will. Aber dann kann nur sein, dass das Datum. So, hier sieht man die Zellenspannung und hier den Innenwiderstand. Das einfach durch Drehen hier am Rad. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kann ich das Ganze noch verändern. Also hier Entladespannung und ich kann das Ganze auch abbrechen. So, wenn ich laden will, dann muss ich hier auf Laden gehen, gebe hier meine Entspannung ein, hier mein Ladestrom, zum Beispiel 6 Ampere, gehe dann runter auf Start und dann wird das Ganze gestartet. Und ich sehe auch hier Zellenspannung und den Innenwiderstand. Wenn ich das abbrechen möchte oder den Ladestrom ändern will, kann ich hier oben drauf gehen, Ladestrom ändern oder ich breche das Ganze hier ab. Das ist am einfachsten. So, gehen wir hier auf Entladen. So, das war mal ganz kurz erklärt. Der Rudolf Lader RC215.